Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli još jedan, jedan na jedan. Beatrice Cox Riesenfelder, moja večerašnja gošća. A nju je najjednostavnije objasniti ovako. Uvijek govorimo o tome koliko su mediji slobodni, pritišćali ih politika, pritišćali ih oglašivači. E pa sad imamo rijetku prigodu ugostiti gošću koja je na čelu Europske asocijacije međunarodnih oglašivača, dakle to je jedna strana, a sa druge strane bila je i vodila je najznačajnije odjele i poslove na ORF-u, dakle nama bliskoj susjednoj austrijskoj televiziji. Dobro večer, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Beatrice Cox, ja ću vas kratko tako zvati, je dakle u ovom trenutku na čelu Europske asocijacije oglašivača, ali bila i tajnica svjetske organizacije prije nego što je postala o što danas radi. Za pretpostavite je uvijek novinarski da ne znaju sve o svemu, pa da vidimo što je to dakle internacionalna asocijacija oglašivača. Ja, also die IAA ist eins der wahrscheinlich einflussreichsten und auch ältesten Netzwerke in der Werbe- und Kommunikationsindustrie. Wie stellt man sich das vor? Die IAA ist 1938 gegründet worden, also wirklich schon lange her, von einigen Herren, die Thomas Ashwell haben das gegründet im Harvard Club in New York. Und warum? Weil sie einfach diesen internationalen Connex haben wollten und sie wollten, 1938 ist ja auch eine Zeit, wo mit Werbung auch begonnen wurde, einfach einen Austausch haben, worüber auch in anderen Ländern, wie Werbung funktioniert, wie die Kreativität ist, aber auf der anderen Seite auch wie Regeln, wie kann man Regeln aufstellen und wie kann man in dieser, wie kann man vergleichen. Und letztlich ist das auch das, was die IAA heute macht. Das ist international zu connecten, ein Netzwerk aufzubauen. Und koliko zemalja? Ja, in über fast 60 Ländern, ja. Hoffentlich auch bald in Kroatien, aber wirklich auf der ganzen Welt, also von Afrika über Mittlerer Osten, Europa natürlich sehr viel, in Amerika und ja, also versuchen auch in Australien und überall gibt es lokale Vereine, die natürlich die lokalen Interessen auch versuchen zu vertreten, weil nicht jedes Land hat dieselben Themen, das ist klar, weder in der Politik noch in der Werbebranche oder im Markt, in der Marketingbranche. Kad bi se sad govorilo vašim suvremenim jezikom industrije, koja je misija, koji su ciljevi, koje su vizije te asocijacije? Ja. Also die IAA sieht sich ein bisschen als Kompass, der in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in den Themen Public Policy, also das heißt der Selbstregulierung von Werbethemen, also nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern man sollte das aus sich heraus machen, im Bereich der Bildung, der Fortbildung, das heißt auch in vielen Ländern ist das Thema, wie bringe ich die besten kreativen Köpfe in einem Land heraus? Oder wie bilde ich gute Marketing-Mitarbeiter oder auch Köpfe aus? Das ist ein Thema Bildung. Das Thema Thought Leadership, das ist auch so ein Buzzword. Themenführerschaft. Wir versuchen in verschiedenen Panels Themen, die gerade aktuell sind, in der Branche aufzugreifen. Letztens war in Afrika eine Konferenz, vor zwei Wochen, Africa Rising. Da geht es darum, wie ist der afrikanische Markt für Werber interessant, für Marken, für Markenartikel. Wie entwickelt sich die Branche? Was für Regulierungen braucht es? Braucht es überhaupt welche? Das heißt, das ist auch ein Punkt. Und Nachhaltigkeit in der Werbung. Das ist ein ganz großes Thema. Vielleicht kommen wir heute Abend noch öfter darauf. Ja, prije toga vratimo se na ovu moju uvodnu opasku. Ono što je meni najzanimljivije bilo kad sam razmišljao o pozivu vama, bio je taj odnos s jedne strane slobode medija, a sa druge strane kreativnih sloboda oglašivača,
koje nisu isto tako samorazumljive. Zadržimo se sad na ovom prvome. Mi smo živjeli u poredku u kojem se često govorilo da je politika tako određuje što će se pojavljivati u medijima. Nismo toga lišeni ni danas. Ali češće govori o tome da kapital, da velike tvrtke, oglašivači diktiraju zapravo tu granicu slobode medija. Koje je vaše iskustvo jer ste vi radili na ORF-u, reći ću sam gledateljima, i dakle, financije ste vodili i ljudske resurse, bili ste de facto još na 3-4 vodeće funkcije, hoću kazati, bili ste evo, maltene vodeći čovjek, dakle, kad se sve to zbroje ORF-a, ne, velike dakle, televizije. Jeste li vi tada osjećali nekakvo ograničenje od strane bilo oglašivača, to je sad zanimljivo jer se sad sa druge strane, ili politike, koje su eto, slobode današnjih medija počevši od državnih ili javnih televizija? Ich glaube grundsätzlich, dass kein Medium frei von Einfluss, von Kapitaleinfluss ist. Egal, ob das Kapital aus Werbewirtschaft kommt oder aus Werbegeldern kommt oder, so wie auch bei manchen Öffentlich-Rechtlichen, die vielleicht nur staatlich gefördert sind, oder so wie auch HRD oder ORF, die ja einerseits aus Gebühren, andererseits aus Werbung finanziert sind. Und natürlich ist da irgendwo immer der Versuch, einen Einfluss zu machen. Als Erfahrung vom ORF, und ich kann mir vorstellen, dass es bei HRD auch ähnlich ist, da gibt es seitens der Werbetreibenden schon einen großen Respekt. Das heißt, dass der Einfluss, und ich habe es auch so erlebt, der direkte Einfluss von Werbetreibenden auf das Programm natürlich immer wieder versucht wird, aber dass dort ganz starke Redaktionsstatuten sind und eine ganz starke Redaktion dahinter und auch Gesetze, die den Öffentlich-Rechtlichen schützen davor, dass er, auch wenn er auch zum Teil werbefinanziert ist, zu starken Einfluss hat. Das ist bei kommerziellen Sendern oder Plattformen, die ausschließlich aus Werbung sich finanzieren, ein bisschen anders. Denn natürlich, wenn du zu 100% abhängig bist, dann gibt es ganz bestimmt, und man kennt da viele natürlich auch Beispiele oder Geschichten, dass da Firmen natürlich einen Einfluss nehmen. Vrlo bi zanimljivo bilo čuti od vas kao žene koja ima to iskustvo rada na jednoj snažnoj, poznatoj, dakle, javnoj ili kažem državnoj austrijskoj televiziji. Kako je po vašem iskustvu u Evropi najsretnije i gdje je to najsretnije organizirano zapravo na tržištu pojavljivanje jednog takvog javnog broadcastera koji ima neku eto, i državnu ulogu, javnu ulogu i komercijalnih velikih sustava koji su tu i koji su međunarodni, s kojima se jako teško nositi. Gdje je to najsretnije uređeno po vama? Čak u smislu, treba li biti recimo javna televizija i komercijalna i kako to pak urediti? Ich glaube, es ist dort am besten organisiert, ohne jetzt spezielle Länder zu nennen, aber es ist immer dort gut organisiert, wo es ein duales System gibt, also wo wirklich private Sender mit einem starken Öffentlich-Rechtlichen zusammenleben können. Und das ist in Europa oft der Fall. In vielen Ländern ist es der Fall. Es verändert sich auch immer wieder, vor allem aus politischen Gründen, wie wir auch in manchen Ländern vielleicht sehen können, aber im Grunde ist ein duales System das Beste und das haben wir fast überall, zumindest noch in Europa und es sollte uns allen Menschen wichtig sein, dass wir das auch haben, weil einen rein staatlich finanzierten Funk, Rundfunk zu haben, da können Sie sich natürlich, kann sich jeder vorstellen, was dann der Einfluss ist von der Politik und es ist wichtig, dass man sowohl natürlich auch kommerzielle Interessen, das wird es immer geben. Aber man muss auch den politischen Interessen etwas entgegenhalten können. Und das kann ich nur, wenn ich finanziell halbwegs unabhängig bin. Das ist ja eh verständlich. Ich finde daher, dass es einen starken öffentlichen Rundfunk überall geben sollte.
Und das ist in Amerika zum Beispiel gar nicht der Fall. Da gibt es eine wenig Kultur eines Public Television. Und in manchen Ländern gibt es nur staatlich organisierte oder fast nur mehr noch staatlich organisierte Medien. Am besten ist es eine Mischung im Sinne der Meinungsfreiheit. Sa druge strane, spomenuo sam slobodu kreativnosti oglašivača. Je li dovoljno danas pod pritiskom, recimo, političke korektnosti pokazati ljude različitih rasa ili različite dobi, pa onda zadovoljiti te kriterije, tek toliko da se bude politički korektan, ili potrošač sam traži rafiniraniju poruku? U kojem smislu, recimo, ta kreativnost danas ograničena evo takvim, recimo, pritiskom poput insistiranja na političkoj korektnosti koja se na najrazličitije načine shvaća? Ganz genau. Ich glaube, dass das ist wirklich ein Thema unserer Zeit, diese Political Correctness, ob sie heißt Diversität oder Body Positivity, das sind auch alles so Schlagworte, die jetzt in der Werbung ganz stark sind. Ich nenne mal auch ein Beispiel, um das vielleicht auch plakativ zu machen. Dove ist eine bekannte Marke für Körperpflegeprodukte, die hat schon vor 20 Jahren das Thema Frauen, also Body Positivity ins Leben gerufen mit einer Kampagne, wo sie plötzlich nicht mehr nur Models, sondern Frauen aller Größen mit unterschiedlichen Körpern dargestellt haben. Und das war eine wahnsinnige Aufregung. Das war unglaublich damals. Und diese Kampagne war einerseits sehr positiv, hat aber auch viel Kritik gebracht. Und in den letzten 20 Jahren hat sich diese Marke weiterhin damit beschäftigt. Aber heute ist das völlig normal. Heute werden überall in vielen Kampagnen die unterschiedlichsten Gesichter, die unterschiedlichsten Typen alle zusammengestellt. Und das ist die Frage, ist das das, was jetzt sozusagen politisch korrekt ist und was man auch wirklich will? Oder ist es ein bisschen Social Washing, nennt man das? Also wir haben Greenwashing. Wenn ich Dinge mache, wo ich sage, ich bin so nachhaltig oder ich tue was Gutes für die Umwelt, das stimmt auch nicht immer, da muss man sehr aufpassen in der Werbung. Und dann gibt es Social Washing, wo ich sage, ich bin für Diversität und bei mir sind alle gleich und alle haben, es gibt keine Diskriminierung. Das geht von einem ins andere extrem oft und wir haben heute sicher das Gute, dass wir eben diese Diversität spielen und dass wir sie auch über Werbung in die Haushalte bringen. Das ist nämlich nicht immer, und über die Medien natürlich, das ist nicht immer selbstverständlich. Auf der anderen Seite kannst du natürlich, gerade in der Werbung, die ist auch oft oberflächlich, natürlich damit auch recht viel spielen. Sada pitam drugače, zlorabi li se ta sloboda od strane oglašivača u smislu da se naprosto igra na niske strasti najčešće. Mi smo dosta licemjerni, znate. S jedne strane smo nevjerojatno osjetljivi na svaku temu, evo recimo u Hrvatskoj zadnje desetljeće, čak i ko nije feminist ili feministkinja, reagira se na najmanji dodir, aluziju ili ženskosti ili tako nečega, a sa druge strane, sigurno ste primijetili, na putu od aerodroma do Zagreba vidit ćete najmanje 5 bilborda sa obnaženim ženskim tijelom i tako dalje. Sad ja ne insistiram na feređi, ali nije li to igranje na te niske strasti? Hoću kazati, ove na razne načine se te slobode zlorabe. Es ist ein weites Feld. Da gehen wir wirklich sehr, sehr tief in die Gesellschaft rein und Sie haben es erwähnt. Also, das zieht sich ja nicht nur in der Werbung, sondern auch die Haltung grundsätzlich in der Gesellschaft. Wie gehe ich eben mit Diversität um? Wie gehe ich mit Empowerment von Frauen um? Ist das wirklich ernst gemeint? Was sind denn die Resultate eigentlich zwischen dem, was gesagt wird, was vielleicht gemacht wird und in dem, was dann nachhaltig auch tatsächlich an Wirkung in einem Land oder in einer Branche passiert? Also sind Frauen jetzt wirklich totally equal, also alle gleich, oder gibt es immer noch riesige Unterschiede? Und ich glaube, dass die Werbung
sehr viel beitragen kann, um hier ein Image zu verändern. Aber gesellschaftspolitisch ist Werbung nicht das einzige und schon gar nicht das geeignete Kommunikationsmittel, sondern da muss schon tiefer gehen. Und da sind Medien auch gefordert, aber auch natürlich die Politik. Also du musst natürlich gerade das Female Empowerment oder die Unterstützung von, also die Nichtdiskriminierung, das musst du natürlich durch viele Maßnahmen unterstützen, und um das aus einer Gesellschaft wegzukriegen. Und ja, ich glaube auch, dass auch in der Werbung vieles heuchlerisch ist. Und das nennt man dann eben dieses auch Social Washing. Also da gibt es sehr viele Beispiele von so etwas. Und auch Firmen, die das gerne machen, die sich gerne darstellen, als sie für eine Sache kämpfen. Und in Wahrheit haben sie das eine Produkt so und das andere Produkt ist genau für das Gegenteil der Fall oder wird produziert. Also auch hier gibt es sehr viel Heuchelerei, die unterwegs ist. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wenn man es positiv nutzen will, dann ist Werbung ein wunderbares Vehikel, um große Massen zu erreichen. Und Werbung ist Beeinflussung. Das ist schon in der Definition. Mislim da je zgodno pitati vas, bez obzira na vašu poziciju, živimo li mi u svijetu preobilja reklama, preobilja marketinga? Smeta li vas, recimo, to što svakog pop-upa skoči? Ne može se pročitati ima baš ništa na netu da pet reklama ne iskoči. Ne može se gledati film da se ta reklama ne pojavlja sad već i onako kao integralni dio filma, čak i mimo zakona, bi trebalo biti odvojeni i tako dalje. Hoću kazati, evo to su sad samo tisak i televizija, ali živimo naprosto preizloženi reklamama. Imate li taj osjećaj? Ja, also es ist natürlich die Fülle der Kanäle, über die wir die Werbung zugespielt bekommen, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren massiv nochmal verändert durch Social Media und durch die digitalen Medien. Weil sie konsumieren ja heute auf viel mehr Kanälen als vielleicht früher, wo es Social Media auch nicht gegeben hat. Da hat man gehabt das Fernsehen, da hat man vielleicht seine Lieblingsstation gehabt, man hat seine Lieblingszeitung gehabt und seinen Lieblingsradiosender. Aber jetzt gehst du ins Internet und dann hast du da Instagram und Facebook und da schaust du noch Netflix, da ist noch keine Werbung, kommt aber auch. Also letztlich wirst du den ganzen Tag konfrontiert mit Werbung. Und dass das natürlich einen überfordert und auch in eine falsche Richtung gehen kann, weil die Werbung wird ja uns oft gerade im Internet nicht zufällig ausgespielt, sondern als Werber, als Gescheiter weiß ich genau, wer sie sind und was sie wollen und was ich ihnen zuspiele. Und das ist schon auch natürlich beeindruckend. Aber es gibt deswegen ja auch vieles an Regelungen. Und diese Regelungen sind meines Erachtens auch notwendig und vor allem auch der Position der International Advertising Association, dass es hier Regelungen gibt. Und die muss es aber auf lokaler Ebene genauso wie auf EU-Ebene geben, damit das auch durchgesetzt wird. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns immer sehr stark beschäftigen. Ima li Međunarodna oglašivačka asocijacija sve instrumente da Europu pretvori u jedno unaprijeđeno zapravo mjesto, da unaprijedi je kao lokaciju i u digitalnom smislu i u ovom marketinškom smislu? I to vas pitam i kao osobu koja je radila kao tajnica svjetske, dakle, ovoga organizacije, ne samo kao regionalnu direktoricu europske. Also, die IAA, um es ganz ehrlich zu sagen, alleine könnte so eine Position gar nicht einnehmen. Das ist unmöglich. Man kann hier immer nur eine Kollaboration machen. Kooperieren ist eigentlich das Stichwort. Und es gibt andere Organisationen, die auch in Brüssel zum Beispiel sind, die politischer motiviert sind, die lobbyieren. Die IAA ist keine Lobbying-Organisation. Was wir aber machen, ist, wir kommunizieren Themen. Das heißt, das Vehikel, dadurch, dass das global ist, hier Themen in das Bewusstsein zu bringen, die wiederum dann lokal aufgearbeitet werden. Also wird das in Kroatien, wird das von der
von einer Authority gemacht, die im direkten auch Verhältnis zum Government steht und die kann auch Strafen bei Vergehen ausschreiben. Die IAA könnte das gar nicht, das wäre unmöglich. Da gibt es in jedem Land Regulierungsbehörden, die so etwas machen oder Werberäte, die beobachten, dass gewisse Regeln eingehalten werden. Und nur zusammen kann man das aber auch wirklich in die Köpfe der Werber bringen und der Werbetreibenden. Denn um die geht's ja. Die müssen ja dahinter stehen und sagen, ich bin bereit, diese Grenze nicht zu überschreiten und trotzdem kreativ zu sein, ohne zu lügen oder irre zu führen. Das ist meistens das Thema, irreführende Werbung. Und ich glaube aber, dass wir in Europa sowohl auf EU-Ebene, aber vor allem auf der nationalen Ebene viele gute Regelwerke schon haben, sodass man nicht so geschädigt wird. Wo es anders ist, ist im Internet gibt es, glaube ich, große Einflussnahme, die uns gar nicht bewusst ist und die wirklich kaum geregelt ist. Das ist die große Gefahr. Recite mi, kako ste vi podijelili ovu našu zajedničku sudbinu, to jest kako je COVID-19, kako je korona utjecala na, jeste li traga, na to vaše tržište i jedna riječ, kako je traga ostala na komercijalnoj industriji? Ich glaube, Sie waren, die Folgen von Covid sind auf jede Branche in vielerlei Hinsicht gleich gewesen. In die ganzen virtuellen Begegnungen, Videokonferenzen, hybride Events, das sind alles Dinge, die sind gekommen, um zu bleiben. Die Kommunikationsindustrie hat sich sicher damit auch schon vorher beschäftigt gehabt, darum war da vielleicht nicht so ein großer Unterschied. Aber was mir zum Beispiel einfällt, wenn man so sagt, Post-Covid, was ist denn da Großes geschehen in der Branche, was jetzt langsam immer wieder auch in unser Wording, in unseren Alltag übergeht, das ist das Metaverse. Mhm. Facebook hat sich ja 2021 entschlossen, sich umzunennen und Meta. Und dann plötzlich hat jeder gesagt, was ist Meta? Was ist das? Dann gab es Metaverse. Und das ist der nächste große Schub. Der ist jetzt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und wenn man auf der Straße jemanden fragt, was ist Metaverse, werden wahrscheinlich die wenigsten wirklich wissen. Ich glaube, am populärsten ist Kryptowährung, ist schon in einem Metaverse. Also das heißt, das ist ein geteilter Raum, ein geteilter virtueller Raum im Internet, wo man sich aufhält und einfach virtuell miteinander ganze Welten erleben kann. Und das hat wahnsinnig viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und das mag absurd erscheinen, aber in manchen Industrien, zum Beispiel in der Fashion-Industrie oder in der Kosmetik-Industrie, wird das schon immer wieder jetzt langsam verwendet. Und dieses Metaverse wird uns noch gut begleiten, die nächsten Jahre. Und das ist so etwas, was einen Schub in der Pandemie gegeben hat, wenn man in diese Richtung denkt. Das hätte es, also da wäre auch Mark Zuckerberg nicht so schnell damit rausgegangen, mir hätte es das nicht gegeben. Da, baš sam danas jučer čitao o poteškoćama tog razvoja, ali i drugi se spremaju raditi nešto slično. Manje više ćemo se otprilike pojavljivati u sljedećem desetljeću kao avatari, pri čemu ćemo naša konkretna tijela zanemariti. Ali to je zgodno. Zgodan uvod u najjednostavnije pitanje. U tom periodu COVID-a i tako dalje, ali unazad 10 ili 15, 20 godina, kakve značaje među vremenu dobila digitalizacija kad gledate tradicionalne medije? Je li se to otkrilo, recimo, iz vaše perspektive žene koja je izuzetno ozbiljno, dakle, rukovodila jednom velikom medijskom kućom i sada je na čelu ozbiljne, dakle, asocijacije međunarodnih oglašivača. Je li se stvar otela digitalizacijom kontrole? Ili digitalizacija ipak ima više svojih prednosti nego mana? Ich möchte nicht beurteilen, ob es mehr Vorteile oder mehr Nachteile als Vorteile hat, aber es heißt, es ist immer so.
wenn etwas mächtig wird, wenn jemand mächtig wird oder wenn etwas so wie das, die digitale Entwicklung oder die Digitalisierung mächtig wird in den Medien, dann gibt es Schattenseiten und gute Seiten. Und das ist natürlich, das bringt die Digitalisierung mit sich. Es ist unausweichlich und wie wir vorher gesagt haben, mit künstlicher Intelligenz kann ich einfach Dinge tun, die fantastisch sind. Man kann sicher Leben retten, wenn man an den Gesundheitsbereich denkt, in einer Form, man kann Krankheiten heilen in einer Geschwindigkeit, die niemals möglich gewesen wären. Man kann Kryptowährungen schaffen, man kann unendlich viel machen. Man kann aber auch wahnsinnig viel Unfug machen damit. Und künstliche Intelligenz, also zum Beispiel ein Unfug, unter Anführungszeichen, der gar nicht so lustig ist, ist, Sie können mit künstlicher Intelligenz ganz simpel, und das, da muss man kein Programmierer sein, mit Texten Bilder verändern. Und plötzlich sehen wir Bilder von uns das schaut so echt aus und das war aber nie so. Und das wird dann rausgeschmissen ins Internet und dann ist es mal da und dann können Sie nichts mehr dagegen machen. Und das war früher noch etwas, wo du relativ technisch versiert sein musstest. Aber heute geht das so easy und das wird leider auch missbraucht. Also man kann Fake News, Fake Pictures, ja, Fake Everything machen. Und das ist schon ein großes Thema, auf das sich auch Organisationen, aber auch die traditionellen Medien ganz, ganz wichtig damit beschäftigen müssen. O toj temi ćemo posebno, jer je preznačena da ih ne bi obradili jednom zasebnom pitanju. Recite mi, koje mjesto Evrope u ovom prijeporu između SAD-a i Kine? Mislim na sav taj raspon takmičenja SAD-a i Kine u oblasti tehnološke, dakle unapređenja tehnološkog zapravo standarda, u političkom zapravo smislu i aspektu korištenja, ako hoćete, oglašivačkog rata, reklama, ne znam čega, ograničenja, ako hoćete, i dostupnosti. S jedne strane, Kina cenzurira stvari, s druge strane, SAD reagira na tehnologiju, pa onda smo eto plašeni time da će nas tako programirani kineski telefoni prisluškivati mimo naše volje, tako dalje. Gdje je to mjesto Europe u cijelom tom kolopletu međusobnog optuživanja? Ja, also ich bin natürlich jetzt keine Politikerin und kann auf die Situationen jetzt grundsätzlich nicht so gut eingehen, aber ich möchte gerne eingehen auf die Themen Medien und das Abschalten oder Zensurieren, auch von Technologien. Das ist nämlich ganz wichtig, wie Sie erwähnt haben, mit dem Handy, mit den Handys oder auch einfach Dienste abschalten. Ja, das wird uns auch noch, kann uns auch hier in Europa noch ganz stark blühen. Und ich glaube, dass Europa eher bis jetzt ein bisschen außen vorne war zwischen den beiden großen Mächten. Aber ich glaube, dass wir hier in Europa auch mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert werden und sind mit Themen, wo ein Eingriff auch jederzeit durch ein Hacken oder ein Manipulieren von Informationen uns vielleicht auch alle irgendwo trifft und dass das ein Thema ist, das uns extrem begleitet. Also lassen wir mal Fake News beiseite, aber die Einflussnahme von Staaten, von Regierungen, von einzelnen Gruppen, die ist wirklich, ist sicher ein Problem. Und das geht nur zu bekämpfen, wenn überhaupt, indem man gemeinsame Werte in der Welt schafft. Und da nützt es wenig, dass dann nur die EU oder nur Amerika. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass wir hier eine Linie finden, der Ethik, der Moral, mit Medien umzugehen und mit Technologiemissbrauch auch umzugehen. Und die künstliche Intelligenz auch hier wieder. Teufel oder Engel? Kad smo kod toga i tih obračuna, postoje li rizici u svijetu medija i kako ih vi vidite? Mislim, mogu specifičnije. Govorili smo o tome da živimo u svijetu
izobilja ili recimo pretjeranih informacija. Postoje li informacijski mjehuri obzirom na promjene ponašanja potrošača u načinu dobivanja informacija kroz Twitter, Facebook, da sad ne spominjem, ne reklamiram pojedine društvene mreže, ali one svaka sa sobom nose specifičan utjecaj. Recimo, Facebook baš ima utjecaj, Twitter nije neutralno personalizirano stanovište i tako dalje, tako dalje. Vidimo sad, Musk je upao jednu nevolju oko Twittera, dakle, tu nije ništa gotovo jasno. Hoću kazati, koje rizike nose ti suvremeni mediji koje možda dovoljno i ne poznajemo? Also mir fällt jetzt mal dazu ein Zitat, was wird zumindest wird Voltaire dem Philosophen in den Mund gelegt. Das ist in einer Auseinandersetzung, die er mit einem Freund hatte, hat er angeblich gesagt: Ich verdamme zwar deine Worte, aber ich gebe mein Leben dafür, dass du sie sagen darfst. Und das ist jetzt so ein bisschen, auf was Sie vielleicht auch hinaus wollen. Und wir haben am Anfang begonnen mit Freedom of Speech, also Meinungsredefreiheit. Und das ist ein Grundbedürfnis, das müssen wir haben. Aber ist es dann so, dass wegen dieser Medien auch, die eine so große Popularität haben wie Twitter und so weiter, dass jeder herausbrüllen kann, was er will, dass es Beleidigungen, Diskriminierungen und Fake News, ist es das wirklich gut? Ist es wirklich gut, wenn alles ungefiltert so stark verbreitet wird? Denn früher und auch zu Zeiten Voltaires im 18. Jahrhundert, da gab es diese Popularität ja noch nicht. Da ist nicht alles so schnell verbreitet worden. Und ich glaube, das ist schon, hier bedarf es schon auch ein bisschen Regeln. Und wir haben jetzt auch noch zu dem Thema Fake News zum ersten Mal eine Bestrafung gesehen, auch von einem Journalisten in Amerika, dem Alex Jones, glaube ich, heißt er, eine Milliardenstrafe für die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien. Er hat gesagt, dieses Massaker in Connecticut hat es nie gegeben. Das hat nur die amerikanische Regierung erfunden. Es gab überhaupt keine Tote. Die Eltern lügen. Also es sind einfach totale Unwahrheiten. Aber er hat sie so laut gesagt und so oft gesagt und hat da richtig Missbrauch gemacht. Und das wurde offensichtlich jetzt von amerikanischen Gerichten verurteilt. Und ich kenne jetzt nicht sehr viele Urteile, ich kenne auch nicht alle, aber ich glaube, das ist schon einmal ein Weg in eine Richtung, wo man sagt, so, hier ist mal Stopp. Du kannst nicht einfach alles sagen, was du willst, über alle Medien und die ganze Welt muss es sich anhören. Da ist ein Schlagwort. Naime, ja sam završio filozofiju, pa kad spominjete Voltaire, baš je jučer netko od mojih prijatelja stavio je na svoj profil na Facebooku Kundrinu, meni omiljenu, ja to često citiram, pa su stavili Jeruzalemsku besedu. To je jedan njegov govor u Izraelu od prije puno desetljeća u kojima predviđa neke stvari, u kojima ću sad reći dvije, u kojima je Umberto Eco pisao. Naime, ja bih to rekao ovako, pitanje je da li bi Voltaire imao svoj profil na Facebooku kad bi vidio kako svaki idiot danas može maltretirati sve ostale, dakle, i kolika je gomila zapravo to ludosti na društvenim mrežama, jer kad ste vi ipak imali, mislim, neke normalne komunikacijske kanale, imali ste urednike, lektore, redaktore, imali ste neku razinu javne diskusije koja je obavezivala. Danas bilja svaki idiot može napraviti bilo kako trolati bilo što i napraviti bilo kako u spačku. Hoću kazati kako se boriti sa tim važnim vijestima kada eto ljudi poput Kundera ili tu Umberta Eka koji je tekako poznavao medije nisu baš bili sretni sa tim vrlim novim svijetom u koji ulazimo. Kundera je govorio zapravo o jednoj novoj zapravo ludosti, o svijetu koji usporedi recimo sa Erazmovim svijetom kada se pisala ona, dakle, znamenita knjiga. E sad, Kundera je prepoznavao zapravo tu jednu veliku opasnost, da prevelika zapravo dostupnost informacija nas lišava potrebe da sami mislimo. I time zapravo stvara situaciju u kojoj glupost shvate.
Das ist sicher richtig. Und hätte Voltaire ein Instagram-Profil, dann hätte er womöglich unzählige Follower, die vielleicht aber gar nicht verstehen, was er gemeint hat. Ich glaube aber, dass Voltaire gar nicht so weit gegangen wäre. Er wäre lieber in eine Sendung wie Ihre gekommen oder in einen Austausch gegangen. Und der ist auf Social Media zwar möglich, aber oft nur sehr oberflächlich. Und insofern, glaube ich, hätte Voltaire sich eher für ein traditionelles Medium zum Austausch entschieden. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht wäre auch er mit der Zeit mitgegangen. Und es ist wirklich ein Phänomen unserer Zeit, dass da die Konsumation der Informationen, die wir zu uns nehmen jeden Tag, es sind viele, 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 aber viele oberflächliche. Und auch diese Bubble, in der wir uns bewegen. Also es ist ja so, dass ohne dass wir es merken, werden uns ja im digitalen Medienbereich, und ich sage jetzt dann zu den traditionellen auch gleich was, wird uns ja Information zugespielt, ohne dass wir das merken. Das heißt, selbst wenn wir zwei jetzt auf Google gehen, Sie mit Ihrem Laptop, ich mit meinem Laptop, und wir suchen nach demselben Begriff, dann werden wir möglicherweise sogar unterschiedliche Informationen bekommen, zumindest im Ranking. Und wenn Sie sich weiter auf der Seite aufhalten, bekommen Sie ganz andere Werbung zugespielt als ich, wenn es Ihr PC ist und Sie haben da schon mal gesurft. Weil Sie werden einfach getrackt und ich werde auch getrackt, den ganzen Tag. Und das ist natürlich gefährlich, weil dann kriege ich halt auch immer wieder dasselbe, more of the same, zurückgespielt. Das heißt, ich bleibe eigentlich in meiner... Wenn ich eine Verschwörungstheorie mal kurz gelesen habe, dann bekomme ich die nächste auch dazu und die nächste auch und die nächste auch. Das ist jetzt sehr simplifiziert. Aber dann ist die Gefahr, dass ich da drin bleibe, auch wenn ich ein intelligenter Mensch bin. Und so ist es ja vielen auch gegangen in der Pandemie, dass man hineinkippt in etwas, obwohl man eigentlich immer frei war und immer offen war und danach mehrere Seiten betrachtet hat. Es ist so leicht, wo hineinzukippen. Und ich glaube nicht, dass das die Menschen per se, also dass das eine Dummheit an den Menschen liegt, sondern einfach auch an einer Überforderung und an einer Auswegslosigkeit, weil du gar nicht mehr dazukommst. Und bei den traditionellen Medien ist es natürlich noch eher so, da hast du eine Zeitung und dann steht das drin, was da drin steht, das ist abgegrenzt. Da kann ich mir was aussuchen und ich kann Dinge weglassen. Aber natürlich im Internet oder in den nicht abgegrenzten Social-Media-Bereich, der ja unendlich auch ist, ist es sehr schwer, ist es, glaube ich, für viele schwierig, einen richtigen Weg zu finden. Obratno pitano, može li se zatvoriti u potpunosti pristup informacijama? To je i vrlo praktično i političko pitanje, primjerice slučaj Kine ili sličnih zemalja. Ili je slučaj tome da ipak informacija poput vode nađe svoj put? Also ja und ja. Also ja, man kann Informationen abschneiden und das wird auch regelmäßig von verschiedenen Institutionen gemacht. Und ja, Informationen finden sich, wie Sie sagen, ihren Weg wie ein Wasserfall oder wie ein Fluss. Ich glaube, was aber noch ganz wichtig ist dazwischen, weil du nicht wirklich alles abschalten kannst und weil dann danach die anderen Wege sehr schnell gefunden werden, ist das Gefährlichste im Ganzen, diese zu manipulieren. Das heißt, es fällt dir gar nicht auf, dass du die Information nicht mehr bekommst. Und das ist die Gefahr oder das ist das, finde ich, perfideste. Das heißt, dir fällt aufgrund von Algorithmen, die hinter in deinem PC oder wo auch immer du bist, einfach im Internet laufen, dir gar nicht auf, dass du abgeschnitten wurdest von Informationen. Du bekommst einfach nur noch etwas Spezielles, anstatt dass du etwas gar nicht bekommst. Und das ist die große Gefahr. Das fällt uns nämlich nicht auf. Koja je uloga, prije smo malo govorili o pandemiji, vratimo se na nju, ali samo kao primjer. Koja je uloga javnog emitera u kriznim situacijama, poput recimo te pandemije? Je li ta možda uloga pružiti alternativu ovom informacijskom balonu u koji ljudi uranjaju na društvenim mrežama? Wir haben
in der Pandemie gesehen, ich glaube, das gilt auch für Kroatien, aber es gibt sehr viele Untersuchungen, die natürlich regelmäßig die Beliebtheit und Relevanz von Sendern oder Medien testen. Und da sind die Öffentlich-Rechtlichen in Europa, ich spreche jetzt nur von Europa, oft haben viel besser abgeschnitten. Und ich glaube, dass das nicht nur ein Phänomen der Pandemie war, es ist nur, weil die so lang auch war und nicht ein Ad-hoc-Notfall, sondern über einen langen Zeitraum, ist es ein Phänomen, dass immer, wenn etwas schiefläuft, wenn es ein Notfall ist, wenn es ein Notstand ist und wenn Menschen auf Informationen angewiesen sind, die seriös sind, die umfassend sind, die auch regelmäßig kommen und die zuverlässig kommen, sich an traditionelle Medien und vor allem an ihr Medium, und das ist oft in einem Land und in vielen Ländern von Europa, ist nun mal auch der Öffentlich-Rechtliche. Und ganz besonders, wenn es auch ein starker, so wie ihrer ist, HRT, auch ORF in Österreich hat ein großes Vertrauen in der Bevölkerung. Und gerade in solchen Situationen wenden sich die Leute. Und das ist auch die Aufgabe eines Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ja auch verankert. Das wird bei Ihnen in Ihrer Charta genauso verankert sein wie im Gesetz. Wir sind ja in diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk verpflichtet, gewisse Dinge zu tun. Und andere eben nicht. Das ist eben der Unterschied. Und diese Dinge kosten auch. Und dass man immer, stellen Sie sich vor, den nächsten Stromausfall, wenn es einen geben sollte, das schwebt über uns allen, dann ist eine Sendeverpflichtung und die Vorbereitung auf das bei einem Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich auch bei Ihnen niedergeschrieben. Und das muss man dann gewährleisten können. Da muss man vorbereitet sein. Und ich glaube, auf sowas in den Notfällen bauen die Leute immer gerne auf Öffentlich-Rechtlich. Aber ich glaube, nicht nur in Notfällen. Kako je u tom kontekstu, govorimo cijelu emisiju, u cijeloj emisiji spominjamo i te nove medije, budućnost i perspektiva tradicionalnih medija, radija, televizije, štampe, tiska, kako god hoćete? Also, es ist, wird immer gerne gejammert. Das machen die Menschen einfach grundsätzlich gerne. Und jeder sagt, der im Rundfunk arbeitet, ja, das wird schwierig werden. Die Printmedien beklagen sich, weil die Werbeeinnahmen sinken. Und alle beklagen sich über die bösen Facebooks und Googles, die so alle Werbeeinnahmen abziehen. Und jeder klagt über den anderen. Die Printmedien sind hier sicher noch am meisten betroffen, gerade auch in Europa, weil hier die Werbeeinnahmen auf der einen Seite natürlich zurückgehen, die Papierpreise jetzt extrem gestiegen sind in den letzten Monaten, und zwar in einem Ausmaß, dass es wirklich für einige Printmedien sehr schwer sein wird, vor allem Zeitungen, die also täglich produzieren müssen, das aufrechtzuerhalten. Die werden wahrscheinlich wirklich in die digitale Welt übersiedeln müssen. Andererseits haben wir wieder auch in der Pandemie gesehen, dass so Magazine und Special Interest Magazine im Print wieder gut funktionieren. Und das wiederum ist für die Marken und für die Firmen nicht uninteressant, weil wir haben ein Thema schon im Internet, was auch die Werbung betrifft. Das ist ein Thema, mit dem sich die IAA auch stark auseinandersetzt. Und das heißt Brand Safety. Also wie ist meine Marke, mein Unternehmen und letztlich auch wir selbst im Internet sicher? Wie ist das Umfeld, in dem, wenn ich wo werbe, auf irgendwelchen Channels oder Seiten und ich targete das und gebe das einer Mediaagentur, die das platziert? Man weiß ja nicht wirklich, wann es ausgestrahlt wird, also wann es gezeigt wird und wem. Und hier wird immer mehr getan. Und hier wird immer besser ausgebaut. Und ich glaube, dass hier die digitalen Plattformen immer besser werden und immer genauer werden. Und dass das ein USP ist, den die traditionellen Medien dann doch immer mehr auch verlieren könnten, weil da eben gearbeitet wird. Und ich glaube, man muss beides machen. Ima da li vi dojam, da ja nemam osobno, imam već svojih godina i u medijima sam jako dugo, nekih 35 i više godina. I ja sam uvijek doživljavao kad sam bio mali, da zato što je nešto na televiziji,
To mora biti objektivno, mora biti istina. Naravno da sam odrastao i onda sam i pročitao, ne samo što sam ovoga i sam shvatio, da je još kad ikad Bernard Shaw upozoravao da osnovnoj školi djecu treba učiti čitanju novina sa nepovjerenjem, sa skepsom, da bi to bilo jako korisno za sve nas. Yeah. E sad, da li mislite da i dalje ljudi vjeruju da zato što na ORF-u ili na Hrvatskoj radioteleviziji neka informacija, da ona neutralna i objektivna, a da je subjektivna ako je na Facebooku? Ili su te društvene mreže do te mjere zaljuljale stvar da ljudi naprosto shvaćaju da su svugdje informacije na neki način ideološki ili ovako ili onako posredovane? Postoje li uopće mjesta na kojem su informacije neutralne? Gut, dass Sie das jetzt zum Schluss noch gesagt haben, weil ich hätte auch gesagt, ich wüsste, also was ist eigentlich neutrale Information? Und wir sind, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch dazu oft verpflichtet, objektiv zu sein. Und das ist wirklich eine Frage, was ist eigentlich objektiv? Ja. Und das muss man sich gar nicht so hart stellen. Die Frage ist, wenn du etwas subjektiv machst, kann es ja trotzdem einen relativ neutralen Standpunkt. Wir können ja diskutieren, Sie haben eine andere Meinung, ich habe eine andere Meinung und wir haben ein objektives Bild abgegeben, weil es waren eben mehrere Meinungen da. Die Gefahr ist, wenn du natürlich nur eine Seite zeigst und behauptest, das wäre aber die Wahrheit, oder wenn du nicht recherchierst und behauptet hast, das ist aber wissenschaftlich bewiesen oder sonst irgendwas, da wird's, glaube ich, haarig. Aber grundsätzlich, es ist ja so, jetzt, weil Sie selber Philosophie studiert haben, das ist ein deutscher Philosoph, der Richard David Brecht, den habe ich unlängst in einem Podcast gehört. Und da ging es auch um die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen, auch speziell der Deutschen. Und er hat gesagt, die Öffentlichkeit ist so wichtig, dass man in traditionellen Medien und in großen Massenmedien eine Öffentlichkeit Themen gibt, die sonst vielleicht nicht ist. Und Öffentlichkeit ist es, wenn viele über das Gleiche reden können oder reden, aber nicht das Gleiche, der gleichen Meinung sein müssen. Und das muss in einem Öffentlich-Rechtlichen vorkommen. Wir müssen über das reden können und die Leute sollen über das reden, aber man muss nicht der gleichen Meinung sein. Und insofern kann es auch durchaus subjektiv sein. Es sollte nur abgebildet werden, so gut es geht. Ne biste vjerovali, ostale mi dvije minute do kraja emisije i vrlo kratko pitanje. Vi ste na svoj posljednje funkciji značajno promovirali umrežavanje Austrije s globalnom organizacijom. Što u tom smislu može učiniti Hrvatska? Koji su vaši savjeti? Also ich habe die wenigen Eindrücke, die ich bekommen habe und die Gespräche, die ich hier geführt habe, die kroatische Medien- und Werbelandschaft ist wirklich sehr gut aufgestellt, auch durch Diversifizierung. Sie haben ganz starke Medien, sie haben einen tollen Öffentlich-Rechtlichen, aber auch Privatsender. Sie haben Pay-TV, sie haben viele Printmedien, sie haben viele Radiostationen, hat mir auch gerade Ihre Programmdirektorin Frau Nemčić erzählt. Also sie haben wirklich eine sehr, sehr auf hochentwickelte Medienlandschaft. Ich würde mir wünschen, dass im Namen der International Advertising Association wir hier zusammenarbeiten können, dass wir die Themen gemeinsam aus Kroatien heraus in die Welt und von der Welt ein paar Perspektiven hineintragen können und dass wir vielleicht wirklich in Kroatien auch eine Vertretung haben, sodass wir mit den vorhandenen tollen Medien und Werbemenschen, die hier tätig sind, oder auch die Konsumenten, dass wir hier gemeinsam was machen können. Das würde ich mir wünschen. Hvala lijepo što ste bili toliko ljubazni doći iz Beča samo zbog ove emisije. Hvala lijepo što ste bili moja gošća. Vjerujem da ćemo se još viđati. I vama, dragi gledatelji, želim sve najbolje. Do sljedećeg tjedna. Naš sljedeći gost bit će predsjednik parlamenta Ukrajine. Pa budite sa nama i sljedećeg utorka. Doviđenja.